Heute, liebe Kinder, lassen wir euch ein klein wenig in die Geschichte von Lena und die Stiefmutter hineinhören. Lena war 4 Jahre alt, als ihre Mutter starb. Ein Unfall war's. Lena war mit ihrem Vater allein zu Hause. Ihre Mutter hatte am Nachmittag noch einen Zahnarzttermin in der Stadt. Sie wollte zum Abendessen auf jeden Fall zurück sein. Doch statt Mutter kam die Polizei und Lena hörte, was der Mann in Uniform ihrem Vater mitteilte. Von der Stunde an sprach Lena nichts mehr und aß nichts mehr und verschloss ihr Herz. Ihr Vater tat alles, um sie aus dieser tiefen Traurigkeit herauszuholen. Er wollte mit ihr in den Tiergarten gehen, in den sie mit ihrer Mutter so gerne ging. Er wollte mit ihr Himbeereis essen gehen, das sie so sehr liebte. Er wollte mit ihr in die Stadt, in das große Spielzeuggeschäft fahren. Er wollte mit ihr Federball spielen. Er wollte mit ihr gemeinsam einen Kuchen backen. Aber nichts half. Es dauerte lange, bis Lena nach Mutters Tod, nach einigen Wochen Trockenbrot, wieder eine ordentliche Mahlzeit zu sich nahm. Und noch länger dauerte es, bis sie das erste Mal wieder lächelte. Und fast ein Jahr verging, ehe sie wieder den Kindergarten besuchte. Auch der Vater von Lena war nach dem Tod seiner Frau sehr traurig, aber bei ihm dauerte die Traurigkeit nicht gar so lange. Schließlich musste er sich ja um die Geschäfte kümmern. Die Menschen waren alle sehr lieb zu Lenas Vater. Sie trösteten ihn, weil er ihnen leid tat. Besonders die Frauen waren sehr fürsorglich. Wohl auch deshalb, weil Lenas Vater ziemlich reich war. So kam es auch, dass Lenas Vater eines Tages eine Frau mit nach Hause brachte. Sie war sehr schön und Lenas Vater hatte sie sehr gerne. Er heiratete sie. Aber diese Frau, jetzt Lenas Stiefmutter, hatte Lena, ihre Stieftochter, gar nicht gerne. Im Gegenteil. Wann immer Lenas Vater nicht da war, schimpfte sie mit ihr und hieß sie dies und hieß sie jenes tun. Und wenn Lena nicht gleich gehorchte, dann meinte die Stiefmutter, dass sie Lena bald mal ins Internat bringen lassen werde. Das war echt gemein. Wenn aber Lenas Vater dabei war, dann war seine neue Frau ganz lieb zu ihrer Stieftochter und überhaupt nicht gemein. Und so glaubte der Vater Lena auch nicht, wenn sie ihm, wenn sie alleine waren, erzählte, dass die Stiefmutter sie schlecht behandle. Er meinte, dass Lena immer noch unter dem Tod der echten Mutter leide und deshalb fantasiere und Geschichten über ihre Stiefmutter erfand. Das war echt blöd. Die Stiefmutter quälte Lena, wo immer und wann immer sie nur konnte. Und Lenas Vater merkte nichts. Und es dauerte lange, sehr lange, bis Lena die rettende Idee hatte. Im Chemieunterricht bastelte sie mit Hilfe einer Lehrerin ein Wahrheitsserum. Und zu Weihnachten, da kam dieses Wahrheitsserum zum Einsatz. Als die Stiefmutter in die Küche ging, um aus dem Kühlschrank eine neue Flasche Wein zu holen, und der Vater damit beschäftigt war, nach der passenden Musik zu suchen, da gab Lena einige Tropfen ihres Serums in das Weinglas der Stiefmutter. Bald darauf saßen Vater, Stiefmutter und Lena beisammen. Aus den Boxen erklang »White Christmas«, Vater und Stiefmutter prosteten sich mit ihren Weingläsern zu, Lena mit ihrem Saft. Man trank, lauschte dem Gesang, meinte, wie schön doch Weihnachten sei, und trank wieder. Lenas Stiefmutter hatte ihr Glas bereits leer getrunken und schenkte sich Wein nach. Weil Alkohol allein schon die Zunge lockert und das Sagen der Wahrheit leichter macht, und in Verbindung mit Lenas Wurstigkeit Serum doppelt und dreifach wirkte, begann Lenas Stiefmutter
bald schon fröhlich drauf los zu quatschen. Zuerst begann es noch recht harmlos, dass sie vor einiger Zeit mit Schwester Sieglinde, ihrer Deutschlehrerin, geredet habe und die gar nicht zufrieden mit ihr sei, sagte die Stiefmutter zu Lena, und dass die Psychologin ihr gesagt habe, dass Lena eine verwöhnte Fratze sei und mehr Zucht und Ordnung brauche, und dass sie es ganz gut finden würde, wenn ihr Vater ihr mal eine ordentliche Ohrfeige verpassen würde. Der Vater saß vorerst nur teilnahmslos da und lauschte der Musik der weißen Weihnacht. Als die Stiefmutter aber von der Ohrfeige redete und meinte, dass ein paar Watschen Lena nicht schaden würden, da räusperte er sich und meinte, na, 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 na. Aber die Wurstigkeitstropfen wirkten bereits. Die Stiefmutter ließ sich nicht aufhalten. Er solle den Mund halten, fuhr sie ihren Mann an. Er sei sowieso ein Waschlappen, ein Weichei, mit Feverwolle gewaschen. Und du, damit wandte sich die Stiefmutter wieder an Lena, du kleiner, blasser Wicht, du! Und sie sagte, dass Lena nur ein Klotz an ihrem Bein sei, dass sie ihnen nur zur Last falle, dass es ihnen ohne sie viel besser gehen würde. Und schließlich sagte sie, die Stiefmutter, das, was Lena hören wollte, dass es schade sei, dass sie damals nicht an der Lungenentzündung gestorben sei, als sie sie bei Sturm und Regen aus dem Haus gesperrt habe, dass sie nicht ersoffen sei, als sie die Poolleiter aus dem Wasser gezogen habe. Lenas Vater hörte immer aufmerksamer zu, immer größer wurden seine Augen, und bald saß er mit offenem Munde da. Er konnte nicht glauben, was er da hörte. So kannte er seine Frau nicht. Das konnte doch nicht seine Frau sein. Er versuchte, etwas zu sagen, aber es gelang ihm nicht. Seine Frau ließ ihn nicht zu Worte kommen. »Halt's Maul!« fuhr sie ihn an. Und als Vater darauf »Aber Liebling« sagte, da fuhr sie erst richtig los. »Liebling, Liebling, Liebling, hör mir auf mit diesem Scheiß. Glaubst du vielleicht, ich hab dich der Liebe wegen geheiratet? Nur wegen dem Geld war's, verstehst du? Nur wegen dem Geld, schau dich doch an!« Und sie ließ sich nicht einbremsen. Alles kam raus, alles. Und erst nach mehr als einer Stunde, als die Wirkung des Wahrheitsserums nachließ, wurde ihr Gekeife weniger und endete schließlich ganz. Am nächsten Morgen, am Christtag, da packte die Stiefmutter ihre Sachen zusammen und verließ das Haus. »Den Passat könne sie haben«, sagte der Vater, »und das hier.« Damit legte er ein ordentliches Bündel Geld auf den Tisch. An sich wollte sie mehr, viel mehr. Als Ehefrau will ich die Hälfte des Vermögens. Aber Lenas Vater drohte mit einer Anzeige wegen Misshandlung einer Schutzbefohlenen und wegen zweifach versuchter Tötung. Und nachdem er den Strafrahmen nannte, an die 10 Jahre dürfte das sicher bringen, nahm die Stiefmutter das Geldbündel, ging aus dem Haus, stieg in das Auto und fuhr davon und wurde nie wieder gesehen.